ich bin Johann Luke und ich komme gerade von der Schule zurück. Heute habe ich Gott sei Dank keine Hausaufgaben auf und ich langweile mich. Was könnte ich denn Sinnvolles tun? Lego bauen? Darauf habe ich gerade keine Lust. Buch lesen? Nee, auch keine Lust. Es muss etwas Spannenderes sein als Buch lesen. Vielleicht ärgere ich meinen Vater bei der Arbeit. Mein Vater ist gerade unten und arbeitet und schreibt gerade Gutachten. Und das dauert immer ewig lange. Da wächst mir ja schon ein Bart. Vielleicht helfe ich ihm ja, ein bisschen Spaß zu haben. Was könnte ich denn machen? Könnte ich vielleicht den Computer verstecken? Aha! Hä? Wo ist mein Computer? Das ist zu langweilig. Vielleicht sollte ich ihn anmalen. Nein, man muss es ja auch wieder abbekommen. Sonst wird mein Vater echt böse. Das will ich natürlich nicht. Vielleicht könnte ich ein bisschen Schleim auf seinen Computer tun. Der Schleim geht ja relativ einfach ab. Ich glaube, das ist eine super Idee. What? Denn ein bisschen Schleim schadet niemandem. Ich glaube, er würde sich sogar freuen, ein bisschen mit Schleim zu spielen. Sicherlich. Also tue ich ihm sogar was Gutes. Und ein guter Sohn, das bin ich natürlich. Also müssen wir jetzt erstmal ganz viel Schleim machen. Jetzt habe ich hier eine große Kiste vorbereitet, wo ich den Computer auch reintippen kann. Aber nur eine ganz klitzekleine Ecke. Nicht, dass der Computer kaputt geht. Das wäre nämlich katastrophal. Das darf keinesfalls passieren. Das soll ja nur ein kleiner Scherz werden. Jetzt machen wir erstmal den Schleim. Geld, genau. So. Schön. Da ist ja auch Gold drin. Cool. Noch ein bisschen mehr. Okay, jetzt blau. Oh, und außen verfärbt sich das so grün. Einfach schön. Cool. So, das reicht. Nur so oder soll ich da auch Glitzer und sowas reintun? Hier, die lilanen Perlen, die tue ich da rein. Alle. Das sieht jetzt echt cool aus. Jetzt muss da noch Natronsalz rein. So, das reicht. Okay. Oh, das sieht aber cool aus. Das ist ein richtig cooler Schleim. Da wird mein Vater sich freuen. Sicherlich. Das sieht echt schön aus. Guck mal. Was für ein krasses Grün. Cool. Jetzt bin ich fast fertig mit dem Schleim. Jetzt nur noch Linsenflüssigkeit. Rein damit. So ist jetzt der Schleim. Der ist richtig gut. Das wird eine schöne Überraschung. Und jetzt ab nach unten. Jetzt muss ich nur noch warten, bis er auf die Toilette geht oder so. Ja, nur ein ganz klitzekleines bisschen reintauchen. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Ja, so ein bisschen. Oder ein bisschen mehr hier so. So. Okay, ja. Hier.
Ach nee, ein bisschen mehr kann das schon ruhig rein. Noch ein bisschen hier in die Kante und... Ach, oh nein, was mache ich jetzt? Ich muss ihn irgendwie festhalten. Oh nein, das geht immer weiter rein. Das klemmt. Und der rutscht immer weiter rein. Aber mein Finger. Er fliegt immer weiter rein. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Ja, da ist er. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Er rutscht die ganze Zeit. Der Schleim ist so flüssig. Ich kriege ihn nicht mehr raus. Ich habe eine gute Idee. Ich tue noch ein bisschen von der Linsenflüssigkeit rein. Dann wird er härter und ich kann den Schleim schnell abmachen. Wo ist die Linsenflüssigkeit? Hier, einmal aufmachen. Jetzt einmal ganz viel Linsenflüssigkeit drauf. Boah, ich bin schlau. Coole Idee. Hinten noch ein bisschen. So, noch ein bisschen. So, genau, hier ist rein. So, es funktioniert. Ja, ist egal. Gut. Oh, funktioniert doch nicht. Ah, nein, es ist ja nur noch grün. Nein, ich muss irgendwie... Nein, ich muss jetzt irgendwie... Ich husche ein Tuch und wisch alles ab. Mist, Papier klebt auf. Was? So, schnell die Tücher holen. Strategie lösen. Und zwar mit vollständigem Abstreiten meiner Beteiligung an diesem Problem. Schnell weg hier! Ja. Oh nein, er kommt! Das sollte doch einfach nur witzig sein! Johann, was hast du getan? Hast du etwa meinen Computer in Schleim getaucht? Bist du wahnsinnig? Nein, ich war's doch gar nicht. Ich habe hier die ganze Zeit gelesen. Ist dir schon aufgefallen, dass dein Buch falsch rum ist? Ach so, deshalb dauert das so lange mit dem Lesen. Ich gebe die Unterlagen einfach schnell in den Computer ein. Nochmal.
Wehe, du lachst, Johann. Johann, du hast Angst, weil doch dein Vater kommt. Okay, nochmal. Okay. Letztes Mal. Also, okay, nochmal.